Der 19-jährige Connor aus Manchester leidet an einer sehr aggressiven Form von Knochenkrebs, einem Ewing-Sarkom-Tumor. In den letzten Wochen hat sich sein Zustand dramatisch verschlechtert. Die Ärzte in England fürchten, dass ihm nur noch wenige Tage bleiben. Seine letzte Hoffnung ist eine Privatklinik in Deutschland, in Baden-Württemberg. I need help of you, please. I need you to be supportive as you can. Send as many donations as you can. And I need the money by Monday or I will be dead. In der Privatklinik in Deutschland bieten die Ärzte eine spezielle Chemotherapie an, die es in England nicht gibt. Doch für die Behandlung muss seine Familie 80% der Kosten übernehmen, ca. 200.000 Pfund. Seine Mutter hat mit einer Crowdfunding-Kampagne bereits über 77.000 Pfund gesammelt. Sie sagt, die Koffer sind gepackt, sobald genügend Geld da ist, wollen sie sofort nach Deutschland aufbrechen.